Unter äußerst traurigen Voraussetzungen geht in der Judo-Bundesliga das Spitzenduell der fünften Runde zwischen den Volksbank Galaxy Tigers und Rekordmeister UJZ Mühlviertel über die Bühne. Nur wenige Tage zuvor verunglückte der tschechische Legionär der Mühlviertler Alexander Jurečka bei einem Tauchunfall tödlich. Da ein Großteil der Mühlviertler Mannschaft bei den Trauerfeierlichkeiten, die am Tag des Bundesligakampfes stattfinden, teilnimmt, sind die Oberösterreicher stark geschwächt zu diesem Bundesligaschlager angereist. Als allererstes möchte ich mein tiefstes Mitgefühl den Angehörigen, vor allem den Eltern vom Alex Jurečka, kundtun, der Mannschaft, seinen Freunden und so weiter. Aber das Leben geht für die Sportler weiter und ich glaube, das ist in seinem Sinne, dass das heute auch stattfindet. Und ich mache natürlich auch Trauerminuten. Ich habe das mit dem Reiter Pepe so abgesprochen und schauen wir dann, was rauskommt. Bei den Mühlviertlern stand ja zunächst sogar ein Verzicht auf diese Bundesliga-Runde im Raum. Schlussendlich reisen die Oberösterreicher aber mit einem Rumpfteam von 5 Mann nach Perchtoldsdorf. Also die heutige Liga-Begegnung steht leider unter sehr traurigen Stern. Mühlviertel tritt oder kann heute nur mit einer sehr dezimierten Mannschaft antreten, weil ihr Legionär, der Alex Jurečka, letzte Woche leider beim Tauchunfall tödlich verunglückt ist. Ich würde fast sagen, ganz Judo Österreich trauert. Er war als Teammitglied der Mühlviertler auch Teil der österreichischen Judo-Familie. Und es ist natürlich jetzt auch den Mühlviertlern hoch anzurechnen, dass sie da trotzdem antreten, obwohl heute das Begräbnis stattfindet. Und eben da trotzdem auch den Galaxy Tigers versuchen, die Stirn zu bieten. Aber es bleibt einfach dieser traurige Beigeschmack, dass ein ganz wichtiges Teammitglied da leider viel zu früh verstorben ist. Zum Sportlichen. Ich fange wieder an mit meiner Boygroup. Diese Boygroup, die in Litauen gegen 8 Nationalmannschaften gewonnen hat. Also Durchschnittsalter 18 Jahren. Und Mühlviertel darf man nie unterschätzen, egal wie sie aufgestellt sind. Das ist eine Traditionsmannschaft, die jahrelang in der Bundesliga Erfahrung hat und so weiter. Und es sind etliche gute Bundesliga-Kämpfer da und wir schauen, was rauskommt. Gleich im ersten Kampf des Abends sehen die Zuschauer ein Duell zweier rot-weiß-roter Nachwuchskämpfer. Der 18-jährige Adam Borchaschwili auf Seiten der Galaxy Tigers, die Wiener kämpfen übrigens im blauen Judogi, trifft auf den 19-jährigen Valentin Eder. Vor den zahlreichen Zuschauern in der Perchtoldsdorfer Sporthalle liefern sich die beiden einen offenen Schlagabtausch. Sowohl Borchaschwili als auch Eder sehr aktiv auf der Matte, wobei Eder nach 3 Minuten mit 3 Shidos im Rückstand liegt und damit natürlich schon ein wenig unter Zugzwang ist. Adam Borchaschwili nutzt diesen kleinen Vorteil dann auch geschickt aus. Eder muss angreifen, um nicht noch ein Shido zu kassieren. Und Borchaschwili mit einem wunderschönen Ippon gewinnt er hier diesen Kampf gegen Eder vorzeitig. Schön gemacht. Adam Borchaschwili gewinnt also diesen Kampf und bringt die Galaxy Tigers mit 1:0 in Führung. In der Klasse bis 66 Kilogramm schickt Galaxy Tigers Coach Thomas Hassmann mit Matthias Čižek noch einen jüngeren Kämpfer auf die Matte. Gerade einmal 16 Jahre ist Čižek alt. Sein Herausforderer Tobias Weichselbaumer ist aber auch gerade einmal 20 Jahre jung. Auch diese beiden liefern sich ein spannendes Duell. Die Fans feuern Matthias Čižek an. Und der zeigt hier wirklich ein angriffsfreudiges Judo. Bislang allerdings noch ohne sichtbaren Erfolg. Auch hier wieder ein schöner Konter von Čižek. Aber auch hier gibt es noch keine Wertung. Jetzt allerdings gibt es die erste Wertung. Juko für den 16-jährigen Čižek, 1 Minute 44 sind noch zu kämpfen und der junge Wiener
liegt in Führung und kann seinen Kontrahenten Tobias Weichselbaumer auch am Boden fixieren. Keine Chance hier für den Mühlviertler, sich noch zu befreien. Die Zeit läuft also hier für Žižek. Und er gewinnt diesen Kampf dann 1 Minute 16 vor dem Ende der regulären Kampfzeit auch vorzeitig mit Epon. Christoph Wagner steht dann in der Klasse bis 73 Kilogramm Triton Schaller auf der Matte gegenüber. Der Mühlviertler Schaller geht auch gleich mit Vasari in Führung. Hier gibt es aber eine Epon-Wertung für Christoph Wagner. Allerdings, ja, sind hier die Kampfrichter nicht einer Meinung. Da gibt es die Videoanalyse und da sieht man auch, dass sich hier Triton Schaller noch ein wenig wegdrehen konnte. Diese Epon-Wertung wird zurückgenommen auf Vasari. Ausgeglichen dieser Kampf auch bis zum Ende. Allerdings, ja, Triton Schaller fasst hier ein viertes Shido aus und damit geht dieser spannende Kampf in der Klasse bis 73 Kilogramm zugunsten von Christoph Wagner aus. Die Tigers führen damit bereits mit 3:0 und erhöhen diese Führung in den Klassen bis 81 Kilogramm und bis 90 Kilogramm kampflos auf 5:0, da ja die Oberösterreicher in diesen Gewichtsklassen wegen der zu Beginn bereits erwähnten Problematik keine Kämpfer stellen können. Galaxy-Coach Thomas Hassmann sieht dann in der Klasse bis 100 Kilogramm wieder einen Kampf, und zwar jenen von seinem Schützling Aaron Farah, der es mit Rainer Binder zu tun bekommt. Binder, der nicht oft die Chance bekommt, in der Bundesliga auf der Matte zu stehen, legt auch gleich mit einem ordentlichen Tempo los. Und da gibt es auch eine Yuko-Wertung für Binder. Und Binder zeigt auch in der weiteren Folge keinen Respekt. Hier ein Angriff von Aaron Farah. Aber wunderschön gekontert von Binder, der hier den ersten Punkt für die Mühlviertler erkämpft. Hier noch einmal in der Wiederholung. Wunderschön gekontert hier. Und damit haben die Mühlviertler in diesem Duell erstmals angeschrieben. In der schweren Gewichtsklasse muss Robert Kollisch bei den Oberösterreichern auf die Matte. Und der 40-Jährige hat gegen den 23-Jährigen Gabor Geier keine Chance. Nach 20 Sekunden ist der Kampf mit Ippon entschieden. Na, die erste Halbzeit war erwartet, so wie es war. Der 100er war ein bisschen nervös von mir, der Farah Aaron. Und ist dann gefallen, aber das kommt vor, der ist ja auch erst 17 Jahre oder 18 Jahre. Und das war eigentlich das erwartete Resultat. Und ich möchte mich bei Mühlviertel bedanken, dass sie trotz der schweren Stunde mit einer Bundesliga-kräftigen Mannschaft gekommen sind, einer Bundesliga-tauglichen Mannschaft gekommen sind. Mit einer 6:1-Führung gehen die Tigers also in die Rückrunde, wo Trainer Thomas Hassmann in der Klasse bis 60 Kilogramm mit Marvin Pum gleich einen neuen Mann auf die Matte bringt. Und der geht auch gleich mit Yuko gegen Valentin Eder in Führung. Und Marvin Pum legt dann auch gleich noch einen drauf, holt sich hier eine Vasari-Wertung und kann den Kampf dann auch gleich vorzeitig mit Ippon zu seinen Gunsten entscheiden. Ein großes Talent, dieser junge Marvin Pum. Mit Stefan Kudera steht bei den Tigers dann auch in der Klasse bis 66 Kilogramm ein neuer Mann auf der Matte. Sein Gegenüber ist Tobias Weichselbaumer. Tobias Weichselbaumer hat hier auch einen schönen Angriff lanciert, allerdings keine Wertung erzielt. Stefan Kudera konnte sich noch rechtzeitig wegdrehen. Kudera jetzt seinerseits mit einem schönen Angriff erzielt eine erste Yuko-Wertung. 1 Minute gekämpft und Kudera führt mit Yuko. Und nur 1 Minute später gibt es dann den nächsten schönen Angriff von Kudera und auch eine gerechte Ippon-Wertung. Kudera gewinnt diesen Kampf also ebenfalls vorzeitig.
In der Klasse bis 73 Kilogramm gibt es keinen neuen Kämpfer auf Seiten der Tigers zu sehen. Erneut stehen sich Christoph Wagner und Triton Schaller gegenüber. Und nachdem der Mühlviertler ja den ersten Kampf noch verloren hat, zeigt Schaller in diesem Rückkampf deutlich mehr Moral. Mit diesem wunderschönen Ippon gewinnt Schala den Kampf vorzeitig und sichert den geschwächten Mühlviertlern damit bereits den zweiten Sieg an diesem doch auch tragischen Judo-Bundesliga-Abend. Die Kämpfe in den Klassen bis 81 Kilogramm und bis 90 Kilogramm muss das UJZ Mühlviertel dann erneut aufgrund des Personalmangels kampflos WO geben. Gekämpft wird damit erst wieder in der Klasse bis 100 Kilogramm, wo mit Sebastian Schneider bei den Galaxy Tigers erneut ein neuer Mann auf der Matte steht. Gegen Rainer Binder geht Schneider auch gleich einmal mit Vasari in Führung. Und im Bodenkampf kann er seinen Konkurrenten dann auch noch fixieren. Keine Chance für Binder, sich hier noch zu befreien. Und damit geht dieser Kampf auch vorzeitig zu Ende. Und zwar mit einem Sieg von Sebastian Schneider. In der Klasse über 100 Kilogramm kann der Oldboy der Mühlviertler Robert Kolisch das Duell gegen Gábor Geier zwar diesmal länger offen halten als in der Hinrunde, aber auch diesmal muss er sich vorzeitig mit Ippon geschlagen geben. Womit die Galaxy Tigers einen souveränen Heimsieg gegen die ersatzgeschwächten Mühlviertler feiern. Ich glaube, es war eine ganz gute Veranstaltung im Sinne von diesem Alex auch, von dem Alex Jureczka. Und im zweiten Durchgang habe ich halt die Boy Group noch mehr aufgemöbelt und haben bis 60 Kilo gehabt, den 15-jährigen Boom gebracht, Boom Marvin, der hat sein Debüt gefeiert. Und hat sensationell den Punkt gemacht. Und der Sebastian Schneider, der erst 17 ist, auch, hat bis 100 gekämpft. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der jungen Truppe. Und die Marschrichtung Richtung Final Four stimmt. Die Galaxy Tigers gewinnen also dieses Bundesliga-Duell gegen die ersatzgeschwächten Mühlviertler klar und deutlich mit 12:2 und können sich nebenbei auch noch über ein ganz besonderes Zuckerl freuen. Das Erfreuliche des heutigen Tages oder der letzten Tage ist, sind die News, dass der Österreichische Judoverband von der Europäischen Judo-Union mit der Durchführung der Golden League beauftragt worden ist. Die Golden League ist das Top-Event für Clubmannschaften, die Europameisterschaft der Clubteams. Und das seit 2 Jahren gibt es ein neues System auf 2 Levels. Das heißt, das untere Level ist mit einem offenen Entry, da können alle Teams mitmachen und die besten 8 können im Folgejahr bei der Golden League kämpfen. Und somit sieht heuer Wien die besten 8 Männer- und Frauenteams von der vorherigen Golden League in Samara. Da ist dabei zum Beispiel TSV Abensberg, Kenamio Haarlem aus Holland, Jawara Neva aus St. Petersburg. Also die Creme de la Creme wird da auf der Matte stehen am 19. Dezember. An und für sich wäre kein österreichisches Team qualifiziert, aber dadurch, dass jetzt Österreich veranstaltet, können die Galaxy Tigers bei den Männern und die Samurai Vienna bei den Frauen auf einem Wildcard-Ticket teilnehmen, womit sozusagen auch die lokalen Teams dort vertreten sein werden. Und wir können uns, glaube ich, wirklich auf ein tolles Judo-Fest freuen. Es ist natürlich eine Riesenehre, in dieser Golden League dabei zu sein, bei den 8 besten Mannschaften der Welt. Wir waren schon 2-mal dabei, haben 2-mal sie sehr, sehr gut geschlagen, ohne Legionäre. Und ich werde diesmal versuchen, 2 sehr gute Legionäre zu bekommen, wenn diese Veranstaltung schon in Österreich bzw. in Wien oder in Schwechat ist. Und wir versuchen dort bei den Besten der Besten mitzumischen. Die gesammelten Ergebnisse der 5. Judo-Bundesliga-Runde sehen Sie hier im Überblick. Die Wiener Samurais gewinnen gegen Pinzgau mit 10:3. Flachgau besiegt Wels mit 8:6. Und die Partie Leibniz gegen Wimpassing-Lassee wird wegen der Absage des Kampfes durch die Leibnizer mit 0:14 strafverifiziert. In der Tabelle liegen die Tigers ungeschlagen an der Spitze. Auf den weiteren Final-Four-Plätzen sind Wimpassing-Lassee, Wels und Flachgau zu finden.